Hallo und willkommen zurück zu E-Train Odyssey Folge 66. Wir hatten ja das letzte Mal das Problem, dass mein Spiel zwischendurch gecrashed ist. Ich hoffe mal, das passiert jetzt nicht wieder. Den Zerstückeler verkaufen wir mal, braucht eh kein Mensch. Und wenn das Spiel nicht wieder crasht, dann haben wir auch eine normal lange Folge. Aber ihr wisst ja, wie das alles funktioniert. Ich nehme das ja morgens auf, so kurz vor der Arbeit. Und da ist immer ein bisschen schwierig mit, ja, ich mach mal 1,5 Stunden, weil das Game gecrashed ist, ne? Und bevor wir dann gar nichts haben, haben wir halt eine etwas kürzere Folge. Nur, das ist ja okay für uns alle. Haben wir uns ja alle mit arrangiert. Was war das hier nochmal? Ach ja, genau, wir sollen ja irgendwie... Hab ich wieder ganz vergessen, ne? Jaco, geh doch einfach aufs vierte Stockwerk runter vom dritten Stratum. Jetzt mach doch mal dein Ding. Ja, das machen wir ja noch, aber jetzt muss ich erstmal die Ameisenagonie besiegen. Zerstört das Monster, das sich hinter der geheimen Passage befindet. Ich weiß nicht mehr, wo das war. War das, bricht das mal nochmal ab. Nehmen wir nochmal kurz an. Wir sollen ja irgendwelche Ameisen verfolgen, die wir aus einer anderen Quest kennen. Es ist Stockwerk B9F. Okay. Okay, okay, okay. Wir müssen eigentlich auch mal... Ich muss mir mal angewöhnen, leiser zu reden, weil das Mikrofon ist ja direkt vor meiner Fresse. Ich muss ja nur wie ein normaler Mensch reden. Fällt mir aber offensichtlich schwer. Wir müssen auch mal noch... aufs Meer hinaus. Ist ein bisschen schlecht, wenn ich nur dran denke, aber wir müssen aufs Meer hinaus, denn dort ist ja auch immer noch was zu tun für uns. Nicht nur die gesamte Erkundung, sondern auch die ganzen Ozean-Quests. Da müssen wir dann auf jeden Fall auch mal hin. Keine Ahnung, ob wir das heute machen. Jetzt mache ich erstmal die Ameisen-Quest. Oder ob wir das nächste Mal machen. Oder was da die ganze restliche Woche machen. Ich habe keine Ahnung. Ich persönlich bin ja eher ein Fan vom Erkundifizieren. So wie wir es hier machen mit dem... Ach, die Gruppe wird überrumpelt, Alter. Ich halte das nicht aus. Why? Okay, wir... Absolut, ich will den schreddern. Ich will den töten, ich will den tot sehen. So, Gruppenheilung, dann Adlerauge und du machst Leuchtfeuer. Ja. Vogel bringt jetzt eh nicht so viel. Oh no, bitte nicht den Kopf. Es war nicht der Kopf, okay, gut. Gut, 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 gut. So, Nemesis ist gebufft. Der braucht jetzt noch Berserkerschwur. Du brauchst mal noch einen Reihenschutz. Hier machen wir einen Angriffsbefehl nach vorne. Morty hat sein Limit ready, das heißt, er kann feuern und blitzen. Und dann müsste das Ding eigentlich schon so gut wie tot sein. Ah, ich hätte noch den Angriff verringern können von dem Ding, ne? 450 Schaden. Ja, ja. Holy shit. Mach mal den Leibwächter auf Nemesis und den Rest müsste er eigentlich auch alleine hinkriegen. Der lebt! Das ist der Wahnsinn. So gut, jetzt lebt er nicht mehr. Okay, alles gut, der Schlammschleicher ist besiegt. Ich glaube nicht, dass das die richtige Richtung ist, in die ich gehe. Ich glaube auch nicht, dass ich das letzte Mal unsere Skillpunkte verteilt habe, die wir bekommen haben. Nein, habe ich nicht. Ja, da war ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, wir haben LP das letzte Mal gesteigert. Genau. Klingenwahn haben wir schon auf Maximum. Wilde Schwünge. Bei Angriffsfähigkeiten steht Chance, dass Schaden auf nahe Feinde überspringt. Das ist okay, aber sehr spezifisch. Bei Skills benutzen wir eigentlich nur, wenn wir AOEen wollen. Oder wenn wir Single Target brauchen. Ich glaube, wenn wir einfach die physische Angriffskraft hoch machen, dann macht Nemesis einfach noch mehr Schaden und alles ist cool. Unser Ninja in Vollplatte. Darf mal ein bisschen besser ausweichen. Lil kann nichts lernen. Morty kriegt dunklen Äther, weil der richtige Morty mir geschrieben hat, dass Singularität einfach den Schaden erhöht. Es ist einfach mehr Schaden. Punkt. Wenn du angreifst und die Elementarschwäche ausnutzt, macht das automatisch mehr Schaden. Fertig ist. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich gottverdammt broken. Okay, hi. Wolfsgeheul, halt das ganze Zeug wie immer. Blocken. Angriffsbefehl vorne.
Morty macht mal einen Blitzstern, du machst mal ein Leuchtfeuer. Wir müssen da gar nicht so viel übertreiben, das Ding ist nicht so stark. Das Hauptproblem bei dem Schlammschleicher ist, dass das Ding halt gerne mal, naja, halt. Wie sagt man denn? Wie sagt man denn? Was will ich denn sagen? Uns fesselt. Uns fesselt und dann komplett aus dem Spiel rausnimmt. Und das finde ich nicht gut. No. No, no. Heilung auf Nemesis. Blitzstern. Limit. Plus so. Oh mein Gott, mein Spiel ist schon wieder gecrashed. Ich halte das nicht aus. Warum? Warum? Immer wieder. Warum ist dieses Spiel so? Was tut es mir an? Ah. So, jetzt müsste das Ding ja eigentlich in naher Zukunft sterben, ohne dass mein Spiel sich wieder aufhängt und mir sagt, hey, Jago, wie wär's denn mal, wenn du nicht so ein Shitter bist und dir nochmal einen neuen Rechner zulegst? Naja, egal. Wir haben es geschafft. Spiel crasht jetzt nicht, habe ich entschieden. Fertig ist. Achso, ich habe mich geskillt. Endlose Schlacht. Endloses Ausweichen. Dann noch ein bisschen endlosen dunklen Äther und das war's. Okay. So, dann kriegt jetzt hier Nemesis wieder einen Amoriter in die Nase gesteckt. Kann er gebrauchen für mehr Gewalt. Jetzt ist nur das Problem, ich weiß halt echt nicht mehr, wo dieser Baum war, ne? Ich meine, hier hinten wäre das Ameisenversteck irgendwo gewesen. Ich glaube, hier waren der Baum. Nee, scheinbar nicht. Ich hätte schwören können, hier wäre der Ameisenbau gewesen. Aber hier irgendwo muss es wohl einen Geheimgang geben, den ich nicht gefunden habe. Schätze ich? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Na gut, mehr als die Wände ablaufen können wir nicht im gesamten 9. Floor. Und irgendwann werden wir es schon finden. Ich glaube, das tue ich euch nicht an. Nee, das machen wir offscreen. Das machen wir nicht. Machen wir nicht. Oh! Ich glaube, da ist es. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ihr geht durch die glühenden Höhlen und findet eine blutverschmierte Stelle. Oh, yikes, Alter. Durch das Blut an der Wand entdeckt ihr einen Vorsprung mit einem Gang dahinter. Ihr denkt an den Auftrag, Rache an dem zu nehmen, der sich dort versteckt. Ironischerweise hättet ihr diesen Gang ohne die Blutflecken nicht entdeckt. Wenn ihr vorbereitet seid, könnt ihr den Gang betreten und den Mörder jagen. Warte. Ich will erst, Amrita schlucken. Ich weiß nicht, ob ich danach noch die Zeit dafür habe. Wir haben so viel davon. Und ich habe auch immer noch, glaube ich, unendlich viele davon bereit zu kaufen. Let's go! Ihr bückt euch und kriecht durch den Gang in eine große Höhle. Die gedrückte Atmosphäre hat etwas sehr Unheimliches und macht euch nervös. Ihr sprecht euch gegenseitig Mut zu und geht tiefer hinein. Wir schaffen das, Leute. Das wird schon. Ja, machen wir. Können wir das schaffen? Ja, ich glaube schon, ja. Sieht ja jetzt erstmal nicht allzu schlimm aus, aber cool, dass hier ein versteckter Gang ist, der erst freigeschaltet wird, wenn man eine Quest macht. Und sogar mit einer Erklärung dazu, warum man den erst findet, wenn man die Quest macht. Weil man das Blut erst sieht, wenn man denjenigen in der Quest rächen soll. Eigentlich ziemlich smart. Habe ich jetzt persönlich erstmal nichts dagegen. Hier ist schon wieder eine Menge Lava, die mich langsam aber sicher in den Tod zieht. Ich habe auch irgendwie erwartet, dass hier mehr Foes rumlaufen. Erstmal Gruppenheilung. Dafür haben wir das Mana. Da geht's lang, da geht's lang. Aber geht's hier lang? Bup, 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 bup. Nichts, okay. Hallo? Hier ist eine Tür. Tür ist schon mal grundsätzlich gut. Ups. Da hat sich die Kamera bewegt, während ich gelaufen bin. Das ist ja frech. Huch. Wow. Okay. Ich meine, die haben nicht so viel Leben. Kriegen wir hin. Aber okay. Für die Gegner hatten wir, glaube ich, noch nie. Nochmal einen Reihenschutz hinten.
Mach mal einen Angriffsbefehl vorne. Mach mal binärer Donner, weil das ist alles, was du tun kannst. Und du machst mal Feuerschwall. Dann müsste das eigentlich reichen. Auch wenn die wahrscheinlich feuerresistent sind. Weil es sind Feuerameisen. Hier zumindest in dem Feuergebiet. Also gehen wir davon aus, dass es irgendwo Feuerameisen sind. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Zwei sind tot. Jawohl, ich bräuchte das von Nemesis gar nicht. Zack. Oh, sind scheinbar sogar anfällig gegen Feuer. Das ist ja crazy. Warum leben die hier? Ein Drop. Wow. Was habe ich mir die Brille bis ins Gehirn gerammt, habe ich das Gefühl. Ah. Ich wünschte, ich könnte sie einfach abnehmen und ohne spielen, aber... Ich kann nicht mehr den Text unten links lesen. Also die Knöpfe. Deswegen... Nee. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich soll ja auch was sehen. Ich bin ja so groß hier. Damit habe ich... zugegebenermaßen... nicht gerechnet. Wir laufen als erstes wieder die Wand entlang. Weil die Wand ablaufen ist immer das Einfachste. Dann hast du schon mal ein Layout vom Raum. Weißt, wo du dich hinflüchten kannst, falls irgendwie die Kacke am Dampfen ist. Die sind anfällig gegen Feuer. Das ist ja verrückt. Schlagen, schlagen. Schlagen. Binärer Donner, Feuerschwall, fertig. Jetzt müssten die eigentlich alle sterben. Oder auch nicht. Ja gut. Glocken war jetzt einfach so drauf, sollte eigentlich jeder in der Lage sein, einen zu killen. Jo, außer Morty, weil der hat nur ein Buch. Wobei, es sind Ameisen. Ameisen mit einem Buch zu erschlagen dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Auch wenn die ein bisschen größer sind. Erinnert mich ein bisschen an die Folge von Alp. Wo der irgendwie so eine riesige Killer-Kakerlake im Wohnzimmer hat. Und ich weiß nicht mehr, worum es in der Folge ging. Auf jeden Fall hatte Alf dann schreckliche Angst vor der Kakerlake. Und ich als Kind habe mir dann immer die Augen zugehalten, weil ich Angst hatte, diese riesige, gruselige Kakerlake zu sehen. Dabei sieht man die Kakerlake gar nicht in der Folge. Man sieht die einfach nicht. Die kommt nicht vor. Aber das wird halt so getan, als wäre die übelst schlimm und gruselig. Und deswegen hat sich der kleine Jago damals nicht getraut, den Monitor anzugucken, den Fernseher anzugucken, weil er Angst hatte, dass er etwas ganz Gruseliges sieht. Aber sieht man da gar nichts. Oh, ich liebe Alf. Aber ich weiß, dass ich auch da einer der wenigen bin, die das tatsächlich tun. Überraschend, ehrlich gesagt. Ich hatte gedacht, Alf ist wesentlich beliebter. Naja. Oh. Nach einiger Zeit erreicht ihr einen riesigen, offenen Bereich in der Höhle. Ihr seht ein großes, bizarres Monster, welches arrogant in der Mitte der Halle sitzt. Das riesige Insekt wendet euch seine emotionslosen, unmenschlichen Augen zu. Kein Zweifel. Dies ist der König des Volkes, das Rickys Gilde ermordete. Keine Zeit zu verlieren, ihr müsst diese Gefahr umgehend auslöschen. Warte. Lil braucht mehr Mana. Ohne Frage ist es Lil, die mehr Mana braucht. Will ich das machen? Eigentlich nicht. Na gut. Wieso hat die ein eigenes Theme? Sollte ich mir Sorgen machen, wenn die ein eigenes Themenlied hat? Mach mal als erstes Wachbefehl nach hinten. Morty, mach mal dein Limit. Du wirst, wie viel Schaden du machst. Ich hab tatsächlich Sorge gerade. Ruf mal deinen Vogel. Okay. Das ist okay. Verteidigung von böser Königin sinkt. Bam, 36. Okay, das ist nicht zu wenig. Wieso lebt der? Oh, weil das andere Gegner sind. Ah, das sind keine normalen Ameisen. Berserkerschwurm. Reihenschutz hinten. Nee, ehrlich gesagt Reihenschutz vorne, weil Nemesis sich gleich jetzt halbieren wird. Wir machen einen Angriffsbefehl nach vorne. Und dann machen wir binären Donner, damit wir da rein AOEen können. Und Cassie macht mal ein Leuchtfeuer, damit wir gebufft sind. Yo. Okay, das war nicht zu schlimm.
Dass das jetzt immer mehr Gegner werden, ist natürlich doch ein Problem. Kesselfeder hat nicht funktioniert. 100 Schaden ist okay. Ist nicht gut, aber ist okay. Problem ist, dass es jetzt halt immer mehr Gegner werden. Mach mal Leibwächter auf Nemesis. Du machst mal Gruppenheilung, Lil. Morty macht mal tatsächlich dunklen Äther auf Nemesis. Bestien. Oh ja, Bestienbrüllen geht auf alle. Mach das mal. Damit wir nicht so viel Damage bekommen. Hat die gerade ihren Minion benutzt, um uns Schaden zu machen, weil das ist ja übel. So, Angriff ist verringert von den Gegnern. Das ist gut. Mach nochmal ein Limit. Geht ja auch auf alle. Reihenschutz hinten. Wachbefehl läuft gleich aus. Das müssen wir verhindern, dass der ausläuft. Der muss weiter aktiv bleiben, vor allem auf der hinteren Reihe. Dunkler Äther für Nemesis, damit er weiter spammen kann. Und dann wahrscheinlich in Feuerschwall, damit so viel wie möglich stirbt. Vielleicht ist er sogar zuerst dran. Ah ja, die Dinger. Der Dingensbuch ist zuerst dran. Sehr gut. Okay, das bringt mir jetzt mit dem Feuer auch eh nichts mehr, aber ist okay. Klingenwahn. Reihenschutz weiterhin hinten. Wachbefehl läuft. Angriffsbefehl kann ich damit leben, wenn er ausläuft. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall nochmal aufrecht halten. Dunkler Äther wieder auf Nemesis. Und du schießt einfach mal. Sehr schön geblockt, Red Eye. Guter Schaden, aber eigentlich nicht genug. Mach mal weiter. Das wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass ich meine gesamten Amrita fressen muss, die ich habe. Aber was willst du machen? Nemesis hat auch sein Wolfsgeheul nicht mehr. Ne, warte mal. Wir müssen es anders machen. Berserker-Schwur muss ich machen. Dann Reihenschutz hinten. Dann Gruppenheilung. Währenddessen kann Morty mal Adlerauge machen, dass die noch weniger Verteidigung hat. Cassie schießt einfach mal drauf. Wir leben alle. Da kommt der Gruppenheal. Crit, sehr schön. Jetzt kannst du wieder Klingenwahn eigentlich machen. Wir bleiben bei Reihenschutz. Angriffsbefehl läuft, Wachbefehl läuft. Mach mal nochmal Wachbefehl auf hinten, damit das schon mal aktiv ist. Du machst dunklen Äther auf Nemesis. Du schießt einfach auf die Queen. Nee, du schmeißt mal einen Amrita. Wir werden es so oder so brauchen. Schmeiß mal auf Morty als erstes. Ja, ja, guter Schaden. Klingenwahn, du musst jetzt Leibwächter auf Nemesis machen, weil sonst stirbt er. Der darf nicht sterben. Du machst mal eine Reihenheilung auf die beiden vorne. Du machst ein Limit. Und dann wieder einen dunklen Äther auf Nemesis, damit er weiter schön seine Skills spammen kann. Cassie schmeißt einen Amrita auf Lillian. Ah, das hatte ich befürchtet. Aber guter Schaden. Ding ist irgendwie sautanky. Vielleicht sollte ich mal einen Blitz ausprobieren. Vielleicht ist es ja anfällig gegen Blitz. Weil Feuer ist es ganz offensichtlich nicht. Mach mal einen Rausch. Boah, Gott, das Ding will leben. Vielleicht ist es ja auch einfach Eis. Ganz langweilig Eis. Ich meine, wir können einen Angriffsbefehl auf vorne nochmal machen. Mach doch mal Eis auf die Königin. Ich will wissen, wie viel Schaden das macht. Ja! Red Eye gut getankt. Gut wieder alles abgefangen. 81. Ne, die kriegt einfach keinen Schaden. Rauschen sie. Schützen sie. Gruppenheilung wieder. Binärer Donner. Wir müssen da rein AOEen. Und das muss langsam auch angehittet werden. Oh Gott! Shit, das ist vorbei. Ja, ist vorbei. Ist straight up over. Flucht, Flucht, Flucht. Alarm! Damn! Ist das Ding hart. Holy shit. What? What?
Ah, oh, wir haben schon wieder ein XP verloren, die wir gesammelt haben, ist der 1 Cent. Aber wenigstens haben wir die Karte behalten dürfen, die wir aufgedeckt haben. Also wir könnten hier noch lang, wir könnten da noch lang, wir könnten hier noch lang. Hier ist die Ameisenkönigin. Die definitiv gerade noch ein bisschen zu hart für uns ist. Das ist ja... Das ist ja doof. Hm. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Was mache ich denn dagegen? Also abgesehen von mehr Schaden machen, aber die hat auch keinen Schaden bekommen. Hm. Ich meine, ich muss halt rausfinden, was sie für eine Schwäche hat. Es schien jetzt, also... Es schien jetzt nicht wirklich irgendeine Schwäche da zu sein. Und sie ist eigentlich nur stark, während ihre Minions mit da sind. Das heißt, wenn ich die Minions ordentlich wegkriege, dann macht sie auch nicht so ultra viel Schaden. Weil sie kann ihre Minions auf jeden Fall benutzen, um mehrfach Schaden zu machen. Und das hat uns gerade gekillt. Deswegen ist Nemesis und Red Eye sofort aus den Latschen gekippt innerhalb von einer Runde. Wenn wir das irgendwie vermeiden können, das heißt genug Schaden auf die Minions machen können, um die zu killen, bevor sie so einen Quatsch machen, sollte das eigentlich funktionieren. Aber ich glaube, dafür werden wir noch ein bisschen stärker werden müssen. Naja, okay. Ich habe basically nichts erreicht diese Folge. Wir haben nur Informationen gesammelt. Weil dadurch, dass ich jetzt einmal gestorben bin und einmal das Spiel gecrashed ist, habe ich halt legit nichts gemacht. Naja. Manchmal ist es so. Ist ja krass. Ist echt krass. 30 Minuten nichts gemacht. Naja. Ciao!